Alles klar, Leute. Ich sehe euer Wackyline 85 und wir spielen weiter mit Let's Replay Kirby's Adventure für den NES. Und wir sind immer noch Welt 6 Orangensaft mehr und wir gehen mal in die zweite Stage davon. Unsere E-Power haben wir immer noch dabei. Ich merke gerade, es spackt ein bisschen rum heute. Okay, das soll uns jetzt nicht groß stören. Es ist, wie gesagt, gerade nur minimal. Das Power-Up hole ich mir wieder. Das brauchen wir noch. Okay, jetzt mal wahrscheinlich nach oben. Es gibt, wie gesagt, erfreuliche Neuigkeiten. Denn der Router ist wieder... Ja, super. Der Router ist super und funktionsfähig. Das heißt, ich kann wieder so richtig flott uploaden und eventuell unter den passenden Einstellungen vielleicht sogar livestreamen. Aber das muss ich noch entscheiden. Gucken wir erstmal, was hier ist. Bestimmt so ein Secret, oder? Ja, das ist ein Secret. Aber da komme ich leider nicht ran, weil ich habe die Steinfähigkeiten nicht. Ansonsten könnte ich da bestimmt wunderbar rankommen. Und meine Energie ist... Ja. Auch fast down. Zack, zack und hoch. Ich glaube, ich erinnere mich noch an diesen Raum. Freundlich war schon mal nicht, aber hier ist schon mal ein Checkpoint. Ja, das kann ich im Grunde jetzt eigentlich schon vergessen. Ja, da kann ich, ja. Egal, das war abzusehen. So, schnapp ich mir dich. Und bumm. Ja, das war auch abzusehen, aber ist egal. Ich bin sowieso fast am Ziel. Okay. Du hast eine Maxi-Tomate, danke. Dich will ich haben. Ah, cool. Jetzt haben wir die spezielle, lustige UFO-Kraft mit dem Laserschuss. Okay, gedrückt halten heißt aufladen und einmal drauf heißt Laser. Cool. Ah, wieder verloren, schade. Hätte ich sonst richtig gerne behalten. Aber egal. Dann soll es halt nicht so sein. So, damit wäre es auch erledigt. Und wir gehen rüber zum Traumschiff. Warum ich es auch immer Traumschiff nenne, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass jetzt bei der Stage Meta Knight der Endgegner war. Also einer meiner Lieblingsbosskämpfe in diesem Game. Na, fuck. Nein. Geht doch. Dich müssen wir besiegen. Ansonsten kommen wir da nicht. Kommen wir nicht weiter. Das war jetzt auch ganz toll. Ja, das kann ich im Grunde schon vergessen. Blöder Affe. Einfach nur blöder Affe. So, Bums, nimm das. Na komm, schieß deine Drecksnüsse. Und komm. Ach, ich hasse es, wenn er das macht.
Bam, nimm das. Ich hätte mir jetzt den Hammer eigentlich nehmen können, aber ist mir jetzt auch gerade egal. Du bringst nichts. Du bringst sowieso nichts, weil du bist hässlich. Du bist gefährlich. Hier oben ist einfach mal nix. Du bist mir nützlich, weil du hast die Feuerkraft. Okay, das ist Secret. Blitzt mir gerade. Nein. Ach, egal. Nein, warum kill ich ihn denn nicht? Ach, das war wieder schön blöd von mir. Den Typ hier nicht zu killen. Jetzt muss ich bloß noch gucken, wo jetzt... Ist hier vielleicht das Levelende? Nee, aber drüben ist ein Leben. Da sag ich doch nicht nein. Okay, jetzt ist es da drüben. So, ist auch noch ein Gang. Moment, respawn die? Ich glaube nicht, oder? Hier geht's noch rein. Ah, cool, noch ein Leben. Zwei Leben gefarmt hier. Donnerwetter. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Tür finden. Die uns nach draußen bringt. Was ist mit der hier? Okay, die bringt uns nur dahin. Das heißt, die bringt nicht viel. Dann kann es ja bloß vorhin die Kanone gewesen sein. Ja, dann muss das die Kanone sein. Hä, wie komme ich denn jetzt da runter? Ich müsste irgendwie da runterkommen. Aber ich weiß nicht wie. Geht's hier vielleicht irgendwo lang? Vielleicht zum Geheimgang oder so? Mal auschecken. Nee, hier ist gar nichts. Wo ging's denn hier weiter? Muss irgendwie auf dem Schiff gewesen sein. Ach Moment, da oben ist ja noch ein geheimes Versteck in den Segeln. Richtig, hier ging es ja nach oben. Jetzt erinnere ich mich wieder. Da falle ich immer wieder drauf rein. Zack und nach. Zack. Und. Na, ich fliege einfach mal ein Stückchen. Da ist der Stern auch schon. Der bringt mich bestimmt.
bestimmt zum Level-Finish. Oder zumindest in die Nähe davon. Ja, das war jetzt recht blöd von mir, muss ich sagen. Das war jetzt richtig blöd. Das Schwimmen bringt auch nicht viel. Geh weg. Geht auch weg und rein ins Ziel. Und na, fast. Das war schon recht gut gewesen, muss ich sagen. Das war schon recht gut. Auf zur nächsten Stage. Nummer 4. Und die Nuss nutze ich mal eiskalt aus, um den Typen auszunatzen. Das war auch so ein Wortwitz gewesen. Gut, was auch immer der Ball bringt, er ist schwach, finde ich. Hat mir jetzt gerade nicht viel geholfen. Cool, jetzt ist das Leben da unten hingeplumpst. Muss ich kurz gucken, wie ich da hinkomme. Ja, super. So auf jeden Fall nicht. Aber die Energy war es wert, dahin zu tauchen. Ach super, wie komme ich jetzt da hin? Klasse. Komme ich einfach mal gar nicht hin. Naja, dich will ich haben. Mr. Boomerang. Moment, viel. Nein! Ach, was mache ich denn schon wieder, ich Vollidiot? Das war jetzt richtig klug. Das war jetzt richtig, richtig klug. Vor allem, weil es volle Kanne daneben ging. Ich will diese Leben haben. Ich will diese Leben haben. Nochmal aber nicht. Ah, den habe ich nicht gesehen, dass da so ein Typ hier ist. Na toll, alles nur für ein Leben. Hat sie jetzt vollgebracht. Na, die Stelle gerade war auch per Excellence, muss ich sagen. Na, es wird schon schwerer, muss ich sagen. Die Levels drehen langsam ihren Schwierigkeitsgrad an. Ja, das war jetzt auch sehr gerecht gemacht. Dich nehme ich noch mit, bevor ich gehe. Schirmchenträger. Ach, ja, das war die Stelle, die war auch richtig scheiße. Genau deswegen. Wegen diesen dummen Nüssen. Egal, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich aus der Stage raus. So, jetzt noch zwei Balken, aber egal, wir haben es geschafft. Oh, jetzt wird's frostig. Zieht euch also warm an. War diese schöne Eiswelt. Daran kann ich mich noch entsinnen.
Ja, der Eisblock ist immer ganz gut. Der haut nämlich ganz gut Damage weg, wenn man die Feinde damit trifft. Nein! Was habe ich getan? Scheiße, ich bin auf den Load State Knopf gekommen. Nee, Leute, das werde ich offscreen, nochmal spielen. Und das war's für diesen Part von Let's Replay Kirby's Adventure. Bis zum nächsten Mal.